Für den Release meines Romans morgen habe ich auch einen Partner, und zwar Thalia. Und dort könnt ihr morgen 1000 Bücher mit Autogramm kaufen. Also ich habe die Hand signiert, ab morgen online zu erwerben. Bin extra nach Köln gefahren. Das heißt, von den insgesamt 100.000 Büchern, die es vielleicht am Ende werden, ich meine, wir drücken die Daumen, sind 2.000 unterschrieben. 1.000 davon, wie gesagt, ab morgen bei Thalia auf der Homepage. Link dazu in der Videobeschreibung. Die restlichen 1.000 gibt es dann ab Mittwoch mit handsigniertem Autogramm in allen Filialen, in allen Thalia-Filialen in Deutschland und Österreich. Thalia und Meiersche könnt ihr vorbeischauen. Habt ihr bestimmt eine Filiale in der Nähe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, in der wir eine geheime Superbase in Minecraft bauen werden. Aber mit einer Sache, die habt ihr sonst nur auf Clickbait-Farmnetz gesehen, aber sicher noch nie in Minecraft. Mit dabei ist Austin Melinski. Moinski! Sie hat nach wie vor ihren Hexenhut. Let's go. Ja. Ich habe bald abgesetzt. Ich habe Läuse drunter bekommen. Hier ist übrigens ein Loch. Oha, stimmt. Nee, das. Ey, sperr mich nicht aus. Okay. Wir legen los, Elina. Ich brauche jede Sekunde. Okay. Es wird kompliziert, aber ich hoffe, ich krieg's jetzt alles hin. Zuerst, ich überlege, ob ich mich mute. Ich will nicht, dass du das hörst. Kannst du machen. Tschüss. Sound mute. Tada, hier haben wir die Mitte. Das heißt, wir platzieren jetzt hier diese Trägerbauteile. Das wird so heftig, Leute, oh mein Gott. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, so, ne? Das reicht ja von der Größe her. Das müssen wir klebrig machen. Das können wir, indem wir ein Schleim da drauf schmeißen. Pop, 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 pop. Warum muss das klebrig sein? Weil da ein Grasblock drauf kleben muss, damit man das ja letztlich nicht sieht. So, darunter wird jetzt unsere Base gebaut werden. Das ist ganz cool. So, jetzt machen wir das. Müssen wir erstmal hier darunter so ein bisschen uns Platz schaffen, damit wir auch die ganze Apparatur bauen können, die dann letztlich unsere Tür bewegen wird. Tada! So. Jetzt brauchen wir aus der Create-Mod die beiden, weil das finde ich, wenn ich so eingebe, ein Redstone-Kontakt. So. Okay. Den platzieren wir dann einmal. Ne, wartet mal, das Gras muss doch weg, das soll doch gar nicht hin hier. So, jetzt müssen wir hier nämlich auch das auch noch klebrig machen. So, machen wir hier einen Redstone dran und dann hier nochmal einen Redstone-Generator dran. Die sind dafür da, dass das ganze Ding sich nach unten bewegen wird, okay? Aber wir sind noch nicht so weit. Hier muss jetzt ein Verstärker hin, ein ganz normaler Minecraft-Verstärker. Ich habe das gerade nicht mit F geschrieben, das habt ihr nicht gesehen. Jetzt kommt eine sequenzielle Gangschaltung. Das klingt ein bisschen komplizierter, als es ist. Wir brauchen einen Kolben. Der Kolben wird einen Meter bewegt. Dann sollst du auf ein Redstone-Signal warten. Dann sollst du wieder einen Kolben schallern, wieder einen Meter, aber in die andere Richtung. Zack, das war's. Da brauchen wir jetzt mal einen Knopf. Wir wollen nämlich das Ganze natürlich auch testen. Ne? Der Knopf kommt so dann am Ende weg. Aber jetzt schon mal für den Test. Dann brauchen wir natürlich einen Motor, weil ihr seht schon, das hat ja so eine Kurbel. Das muss angetrieben werden. Das heißt, hier kommt jetzt ein Creative-Motor rein. Können wir ruhig ein bisschen schneller machen auf 24. So, jetzt bewegt sich das Ganze. Also das bewegt sich, das hier noch nicht, weil das bewegt sich erst, wenn wir drücken. Da, tada. So, was soll das Ganze ankurbeln? Einen Kolbenmotor. Boom. Das ist falsch. Richtig? Ja, aber falsch platziert. Warte mal, wie machen wir das? Damit der Kolben sich auch nach oben schieben kann, braucht er hier einen Kolbenstick. Und wenn ich jetzt den Button drücke oder zweimal, das hängt ein bisschen jetzt davon ab, wie ich es programmiert habe, sollte jetzt diese ganze Apparatur schon mal nach unten gezogen werden. Mhm. Es ist angedockt und... Yeah, weil als ob das sofort klappt. Nice. Okay, 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 okay. Sehr schön, sehr schön. Wenn ich jetzt nochmal drücke, haut es dann nochmal hin. Okay, ja gut, reicht jetzt. Das muss nach oben. Wir machen weiter. Jetzt soll sich das Ding aber natürlich nicht nach oben und unten bewegen. Der soll sich natürlich auch zur Seite bewegen, damit wir Platz haben, um in unsere geheime Base reinzukommen. Nee, ist natürlich ganz klar. Das heißt, wir platzieren hier dieses Teil. Und damit das auch verbunden ist, sticken wir das da dran. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Platz gemacht, weil das wird ja eh dann alles aufgefüllt. Na, wir brauchen halt ein bisschen Platz. So, das kann weg. So, hier kommt jetzt dieses Portalkranwagen kommt da jetzt dran, Leute. Der ist klebrig und, ach, den müssen wir ja drauf platzieren, ne? Ah, genau. Das ist aber falsch rum. Wir wollen die, warte, vielleicht, wenn ich es so mache. Warte, das soll, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, damit das insgesamt 7 lang ist und hier kommt das Ding dann drauf. So, genau. Ja. Hehe. Was wir jetzt hier gerade gebaut haben, sorgt, das ist ein Portalkranwagen, sorgt dafür, dass
diese ganze Apparatur auch zur Seite fahren kann. Das Ding kann nämlich, wie man ja schon ein bisschen sieht, kann nämlich hier drauf fahren. Hier brauchen wir jetzt wieder dieses Programmieratzen-Ding, die Gangschaltung, genau. Perfekt. Und an diese Gangschaltung kommt jetzt wieder ein Motor, der das Ganze antreibt. Boom. Den machen wir ruhig auf 20 hoch, damit es auch ein bisschen Power hat, die Butze. So. Und den programmieren wir jetzt. Also, da machen wir genau wieder genau das gleiche Kolben, aber dieses Mal machen wir 6 Meter. Dann soll er, wir verzögern zuerst mal, sonst haben wir nämlich später andere Probleme. So 4 Sekunden würde ich sagen. 4 Sekunden soll er erstmal warten, wenn ein Signal kommt. Dann soll er den Kolben 6 Meter ziehen. Dann soll er wiederum noch auf den Befehl warten und dann wieder das Ding 6 Meter in die andere Richtung ziehen. Beenden. Das können wir vom Prinzip her auch direkt mal mit einem Knopf austesten, ob das hier so hinhaut, was wir hier fabriziert haben. Und die ganze Apparatur fährt ein... Oh, das ist aber übel langsam, ne? Mann, ist das langsam. Okay. Jetzt passiert ja aber nicht... Jetzt haben wir noch 2 Probleme. Erstens, es passiert nicht beides gleichzeitig. Es soll ja zuerst runter und dann zur Seite und nicht zur Seite und gar nicht runter. Wir müssen das Ding mal wieder zurückfahren. Verzögerung, wir haben es eingestellt, genau. Und es soll natürlich nicht hier mit einem Button aktiviert werden, sondern halt hier oben in einem geheimen Eingang natürlich. Ne? Das bekommen wir mit einer sehr geilen Erfindung, die sich nennt Redstone-Verbindung. Passt mal auf, Leute, was wir jetzt hier für wilde Sachen machen. Wir connecten das hier. Dann brauchen wir eine Leitung. Ich würde sagen, wir nehmen die rote Wolle-Leitung für... den Banks, für Team Benson. Bumm. Dann müssen wir das Ding auf Empfang stellen. Das geht, ein bisschen schwierig. So, Empfang, das sieht man an dem grauen Kreis. Das gleiche machen wir an diesem Ding. Das ersetzt jetzt quasi die Knöpfe. Ne? So, weil jetzt brauchen wir die Knöpfe nicht mehr. Rote Wolle in Senderslot 1, damit der... Oh Mann, jetzt macht doch! Danke. Damit der auch erkennt, dass wir das machen. So, und jetzt brauchen wir nur noch einen Empfänger, den wir... hier verstecken. Gleiche Sendefrequenz, rote Wolle, aber das ist der Sender. Und das andere sind die Empfänger. Das heißt, wenn ich jetzt den Button drücke, sollte alles funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Wir drücken mal. Bumm, Sender aktiviert. Es ist nicht nach unten gegangen, ne? Es ist nicht nach unten. Weil der ist falsch rum. Der ist falsch rum. Sehe ich doch direkt. Ich hatte nicht nur das eine Redstone-Ding falsch rum, ich hatte beide basically falsch rum. Mann, okay. So, jetzt müsste es hin. Aber wenn wir jetzt den Le-Button drücken, sollte zuerst diese Plattform runterfahren und zur Seite. Erde drauf. Und da jetzt ein Button, geht das nicht auch? Das geht auch. Es fährt runter. 1, 2, 3, 4, 5. Und, jawohl, wir haben es hinbekommen, unsere... geheime Base-Eingang wurde gebaut. Sehr schön. Wenn ich jetzt nochmal drücke, mal sehen, ob es wirklich auch perfekt hinhaut. Das können wir löschen. Wenn ich jetzt nochmal drücke, ein bisschen verstecke Ronin hier, dann müsste es wieder zurückfahren. Es fährt. Jetzt ist aber natürlich das hier noch lange keine geheime Base. Also ich denke, das ist eben klar. Deswegen sollten wir hier auch das Ganze mal ein bisschen in die Umgebung einfließen lassen, Leute, ne? Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal zack und da platzieren wir... Jetzt ist das natürlich keine wirklich versteckte Base. Ich denke, das ist jedem klar. Deswegen sollten wir erstmal... Lina baut hier so ein heftiges Haus. Ich habe derzeit nichts gebaut. Hilfe! Sollten wir natürlich das ganze Ding ein bisschen verstecken. So. Dann... machen wir zack und da setzen wir Grasblock. Das schreibt man mit Doppel-S. So, Hammer. Okay, gut. Sieht schon besser aus, schon besser. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen verstecken. Steggeronien. Ich denke, das kann alles zu. So. Muss ein bisschen selbst probieren. Ne? So, das zieht dann runter. Lass nochmal drücken, mal gucken, wie das jetzt aussieht. Oh. Und jetzt beginnt hier unser Base-Eingang. Pass auf. Gleich. Oh, jetzt bewegt sich sogar mit. Oh, schön. Das heißt, hier muss jetzt ziemlich genau hier.
Hier müssen wir die Bude zumachen, Leute. Hier ist dicht. Wir wollen natürlich nicht die geheime Apparatur sehen. Das ist ja klar, ne? Die Deko ist sehr vorangeschritten schon. Jetzt platzieren wir hier noch ein paar Bäume. Das soll ja schließlich auch, ne? Unauffindbar sein. Warte mal, hier noch ein Baum. So, damit das hier noch schön versteckt ist. Alter, die ist wirklich so unsichtbar. Hilfe, man könnte niemals sagen, wo die Base ist. Never ever. Vielleicht hier noch ein Baum so. Ein schönes Bäumelein. So, und wenn ich jetzt den Button drücke, ich habe gleich getestet, ob es noch hinhaut. Wir drücken mal den Button. Zack. Dann geht das runter und zur Seite und die geheime Base offenbart sich. Und man kann runterspringen. Yippie! Also den Geheimaspekt haben wir natürlich gewonnen. Das ist ja ganz klar. Aber es muss noch an die Deko hier rangehen. Deko wird die Lina natürlich rasiert haben, so wie ich sie kenne. Die können weg, die Blöcke, ne? So, jetzt hier noch. So, noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Okay. Zack. So, du musst auch ein bisschen vorsichtig bauen, weil wenn du das jetzt an die falsche Stelle setzt, dann machst du die Apparatur auch kaputt. Was natürlich nicht geil wäre, ne? So, wir replacen Erde mit Stein. Und hier. Weil hier machen wir unseren berühmten Boden. Passt mal auf. So. Zack. Und bei dem Rest kommt entrindetes ran. Warte mal. So. Entrindet hier. Das ist doch ein schöner Kontrast. Schaut euch das mal an. Nee, das sieht ja genau gleich aus. Das wollten wir doch genau. Ich wollte gerade sagen, es ist genau der gleiche Block. So. Wir werden, also ist ganz klar, wir werden designtechnisch natürlich von Elina hart kassieren. Das ist gar keine Frage. Aber der Geheimaspekt wird uns so dicke Bonuspunkte geben, dass wir es nur schaffen müssen, dass unser Haus ganz, ganz nice aussieht. So, ich meine, die ist ja auch ein Profibauer. Dass unser Haus so ganz nice aussieht, ne? So für normale Atzen. So. Okay. Das gefällt mir irgendwie nicht hier. Das sieht doof aus. Wartet mal. Hier muss man auch noch einen Block hin. Aber das Tropenholz finde ich extremst ugly. Das heißt, wir werden das hier nehmen. So. Ja, schon viel besser, Leute. Viel besser. Was passt da hin? Passt da hier so eine Quarzsäule hin? Nee, das muss entweder Stein. Ein klassischer Bedrock oder ein Bruchstein sehe ich da. Nee, okay, das sieht unrealistisch aus. Bruchstein. Ja, das sieht schon besser aus. Jetzt kann man hier schön schlafen, ne? In die Heuer gehen. Jetzt machen wir einen Tisch. Was ist das? Perfekt, Alter, wir haben den Tisch. Super, ich wusste gar nicht, dass er weiß. Tisch. Dann brauchen wir Stühle. Die machen wir mit Lagerfeuer. Lagerfeuer-Ronies. Wasserflasche. Ne, das war die falsche. Die hier wollen wir. Aus, 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 aus. Und jetzt schön mit Schildern. Aber wir machen ein bisschen Variation rein. Passt mal auf. Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus. Ich wäre ready, um sie ready. Okay. Gib mir noch eine Sekunde. Ich bin noch ein bisschen an der Deko dran. Versuche das Deko-mäßig noch zu retten. Oha. Aber ich habe viel dazugelernt, Elina. Das ist gut, Ben. Das ist gut. So, okay. Ja, es sieht halt sehr, sehr, sehr leer aus hier irgendwie. Wie sieht das? Sieht das doof aus, wenn das zwei verschiedene sind. Immer doch, zweimal das gleiche. Vielleicht wären die hier auch noch ein bisschen cool, um so ein bisschen diesen Secret-Character hier rüber zu bringen. So. Schließlich kommen hier nicht so oft Gäste, ne? Oh, no. Was hast du gemacht, Elina? Nix. Gar nichts. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen von diesen Atzen hier. Ich will die hier so ein bisschen auch verlassen. Ja. Und dann vielleicht noch das hier. So. Dann vielleicht noch so ein bisschen was Zerstörtes. Wartet mal. Kleiner hier. So. Oh, warte. Nicht, dass der alles abfackelt. So. Irgendwie so, ne? So ein bisschen am zerstört sein. So. Vielleicht mit einem TNT noch, so als Andeutung. Was hier so vor sich ging. Primet das?
Sollte nicht, ich hoffe. Sonst sprengt das hier nämlich die Bude weg. Ho. Ja, ist ja sehr geil aus. Schön verlassen. Okay. Ich mach noch zu, Elina, bin ich ready. Du kannst rüberkommen, Elina. Let's go. Suchen Sie mal die Base. Wo sind die Base, Elina? Wo sind die Base? Die Base. Ich bin mir sicher, ich muss hier irgendwas drücken. Ja, du musst was drücken. Aktivieren. Ja. Vielleicht muss ich hier beim Baum hier in der Mitte. Nein, ich zeig's dir, Elina. Nee. Ist nämlich out of map. Hier. Damit aktivierst du einen Wireless Router sozusagen. Okay, drück mal. Okay, ich drück. Jetzt schnell. Sau cool. Upp. Guck, und jetzt kann ich nochmal drücken. Mhm. Und dann schaffe ich es sogar rechtzeitig runter. Ist nämlich kurz mit Verzögerung. Pass auf. Okay. Und zack. Ah ja, jetzt kommt's. Und es geht zu. Okay, cool. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe keinen Mechanismus eingebaut, wie man das von hier wieder aufmachen kann. Aber gut, egal. Ja. Auf jeden Fall ist das eine verlassene Basis, wie du umschwer. Also eine verlassene, geheime Basis. Cool. Ich bin voll aus der Puste, Alter. Und hier musst du zur Tür sprinten. Jawohl. Um was zu holen? Um den neuen Roman von Dr. Banks und seinem Onkel. Banks und die Hexen von den Butterquampa. Banks und die Hexen der Butterquampa, Elina. Ja. Ah, Mann, scheiße. So, wir gehen ran. Was soll ich? Ah, ein Teppich. Ah, okay, Bauhecke, kenne ich. Mhm. Ausgetrocknete Dinger hier, Korallen. Mhm. Ah. Oh nein, das ist nicht so geplant. Scheiße. Ach so, okay. Das ist so nicht geplant. Ach so, das ist nur eine Wand, okay. Ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Okay. Ich kann dir schon mal sagen, das Werkzeug, was du dafür brauchst, das befindet sich hier auch sogar. Da ist ein Kuckucksuhr. Uhr. Ich brauche ein Werkzeug. Was ist denn für ein Werkzeug? Mhm. Ah, hier bestimmt. Scheiße, doch nicht, dachte. Hier. Oh, coole Deko. Auch nicht. Ah, hier. Aha. Und jetzt ich muss das entrinden mal, vielleicht. Nee, du kannst hier die Sachen abbauen, den Boden. Weiter. Scheiße, nein, das Holz musst du abbauen. Ups. Wie ist das zum Drücken? Oh! Ja, da geht hier so eine Tür auf. Oh. Und leider geht dann auch das Haus ein bisschen kaputt. Das habe ich noch nicht so ganz gedacht. Hey, sowas Cooles habe ich gar nicht erwartet. Hier, das hast du voll krass improvisiert. Ja, Mann. Hä, übel cool. Leider habe ich vergessen, dass man ja durch Falltüren durchgucken kann. Ja, deswegen wäre es schlauer gewesen, hätte ich ein Bücherregal genommen. Scheiße. Hä, übel cool. War es tatsächlich enger, als ich gedacht hätte, das Battle jetzt. Aber war trotzdem verloren, perfekt. Okay, sehr schick. Das ist sehr cool, okay. Entscheidet ihr, wer gewonnen hat? Schreibt es in die Kommentare und warum mit Begründung. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flankt den Like-Button. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.